Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Submerged. Ja, wir haben am letzten Mal hier aufgehört. Wir sind hier in the city und sind quasi dabei, die weiteren, ja, Grundstücke hier zu entdecken. Hier in dem, ich weiß gar nicht mehr, was war es denn nochmal gewesen? War es ein Hochhaus? Ich bin mir nicht mehr sicher. So, hier müssen wir, glaube ich, die... Müssen wir hier was einsetzen? Ich bin mir nicht sicher. Wir schauen erstmal, ob wir auch alles finden. Wichtig ist, dass wir alles finden. Das ist mal ganz, ganz wichtig. So, ich guck mal da hinten. Oh, Petrus ist entzürnt. Hier vorne rechts ist auf jeden Fall eine... Oh. Da kommen wir aber, glaube ich, erst später hin. Wenn ich das richtig sehe. So. Zack. Gucken wir mal. Hier geht's weiter. So. Ach, schön. Ist das schön. Ah, so schön mit Gewitter und so. Richtig schön. Das, ach. Schön gemütlich auf dem Sofa. Höre ich? Oh ja, Tiere. Ja. Sieben von 20 Kröten entdeckt. Was haben wir denn hier? Okay, die Kugel müssen wir mitnehmen. Ich schaue mich aber erstmal um. Hey, Kröte. Du olle Kröte. So. Zack. Tauben. Und überall Müll im Wasser. Gut. Wenn die Stadt unterging, kein Wunder. So, hier oben können wir hochklettern. Das werden wir auch machen. Aber erstmal sammle ich hier 2 von 9. Wie kann ich denn hier... Erstmal gar nicht. Okay, bevor ich da hinten, wie gesagt, weitergehe, gucke ich jetzt erstmal hier. Hier macht man, glaube ich, die Brücke runter. Da ist auch noch was. Weiß noch nicht genau, wie wir da hinkommen. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall mache ich erstmal die Brücke runter. So, hier. Genau. Wir werden auf jeden Fall noch nach oben kommen. So viel steht schon mal fest. Hier lang kommen wir ja nicht, ne? Oder? Nee. Okay. Gut. Dann erstmal wieder hier rüber. So, wir müssen... Wo war denn jetzt der andere Weg? Hier hinten, ne? Oder? Jetzt. Nee, Moment, wo... Hey, warte mal. Wo mussten wir denn jetzt lang? Ich hab das schon vergessen. Ach, die Kugel. Stimmt, die Kugel mussten wir ja mitnehmen. Die mussten wir ja da einsetzen, glaube ich, ne? Alter, diese Frösche. So. Oh, ist ja schwer. Oh. So. Also groß kämpfen werden wir hier auch nicht. Für die... Gut, für die, die jetzt noch dran sind in dem Let's Play, die werden das wahrscheinlich kennen aus dem ersten Teil vielleicht. Weiß ich nicht. Aber erwartet hier, wie gesagt, keinen Kampf. Aber gut, wenn man jetzt schon die Folgen alle gesehen hat. Ich glaube, Folge... Sind wir Folge 7 schon? Oder 6? Weiß ich nicht. Dann wird man schon festgestellt haben, dass man hier nicht groß kämpfen muss. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Es ist einfach ein entspanntes Spiel zum Erkunden und so. Und Rätsel zu lösen und so kleinere Rätsel. Und eine kleine Geschichte zu erfahren. So, jetzt müssen wir, glaube ich, mit dem Bötchen weiter, wenn ich das richtig sehe. Um zum nächsten Punkt zu kommen. Dann machen wir das doch mal. So. Mal hier runter. So. Und dann hopsen wir mal hier rein. Okay, go, go, go. So. Und dann geben wir mal Gas. So. Und dann können wir anlegen. Oh. Hotel Vatna.
Es ist also ein Hotel. Wir waren quasi nur so ein bisschen Vorgeplänkel da, aber das gehörte wohl schon dazu. So. Deswegen würde ich sagen, gucken wir jetzt erstmal, dass wir jetzt hier vorankommen. So, ich bin gespannt, ob wir... Oh, ich höre schon wieder eine Muschel da hinten. Hier oben glaube ich auch. Zwei Stück direkt. Jawohl. Ein Journaleintrag leuchtet. Ich schau mal eben. Was haben wir denn da? Kreaturen. Ach ja, die Frösche. Genau, Frosch. Ah, okay. So, Stadtgeschichte. Das haben wir, glaube ich, auch schon alles. Ja, doch. Okay. 5 von 20 Relikten haben wir. 7 von 26 Upgrades. 3 von 10 Aussichtspunkten. Und 4 von 9 Blümchen. Die Blümchen werden wir wahrscheinlich vielleicht als erstes fertig kriegen. Weiß ich nicht. Vermute ich jetzt mal. Bin mir da aber nicht ganz sicher. So. Hier geht's nach oben. So. Ach, wie schön. So ein schönes Spiel. So entspannt auch. Das ist auch ein schönes Spiel für die Weihnachtstage. Jetzt wird's ja wieder ein bisschen mummeliger, ne? Wir sind ja im Dezember angekommen. Und, ja, das ist auch ein schönes Spiel, was man schön an den Adventstagen spielen kann oder so. Oder an den Adventswochenenden. Kann ich nur empfehlen. So, ich guck mich erstmal um, ne? Hier geht's auch irgendwo hin. Bevor ich jetzt da oben erstmal erkunde. Aha. Aha. Das erste Tagebuch von 5 glaube ich sind es immer, ne? So, hier ist sonst nichts. Hier kommen wir noch nicht rein, okay. Hier oben kommen wir auch nicht hin. Gut, dann holen wir mal die Kugel. Ventilatoren. Ich frage mich, was das alles zu bedeuten hat mit diesen ganzen Elektronik-Sachen. Aber hier haben wir jetzt auch noch keine menschlichen Relikte gefunden, ne? Sag ich jetzt mal. Ach doch, jetzt hier. Hier geht's jetzt los. Ja, ich befreie euch. So, ab nach oben. Wer will das denn überspringen? Wir wollen es doch sehen. Ui. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir... Oh, oh Gott, oh Gott. Höhenangst ist sie aber incoming. Okay. Moin. So, wo müssen wir denn hin? Hier? Ach, Tatsache. Boah, hier oben ist alles voller Wasser. Heftig. Krass. Oh. 5 von 9. Noch 4 Stück. Hier gibt es also einiges noch zu entdecken. So, kommen wir hier rauf? Ja. So, dann tun wir die mal hier rein. Nein, aber was ich sagen wollte, ich finde es wirklich ein sehr schönes Spiel, was man wirklich auch sehr schön an den Feiertagen zum Beispiel spielen kann oder so. Oder generell einfach mal so an den Adventstagen. Uah. Gerne Muschel. Nein, uah, wollte ich gar nicht. Nein, dreh dich um. Nein. Oh nein. Ich hoffe, ich komme wieder zurück. Lass mal da hinten gucken, ob da was ist. So, weil bevor ich jetzt hier lang wandere.
Okay, hier geht's nicht lang. Ah, ein Schloss vor. Schade, ich würde da gerne rein. Ich würde gerne in so ein Gebäude mal rein. Um zu gucken, was da noch alles steht. Büroartikel, alte Computer. Alte Tastaturen, Maus und keine Ahnung, was da sonst noch ist. Aber nee, ist ja ein Hotel. Wahrscheinlich alte Betten. Alte benutzte Laken. Hier ist zum Beispiel ein Bett am Stehen. Das ist natürlich ein sehr schönes Bett. So eins habe ich auch. So. Nichtsdestotrotz. Zack. Dreifache Stilstücke gefunden. So, dann hier rüber. Immer gucken, ob hier noch einen Weg gibt, ne? Das ist, haben wir ja festgestellt, ist sehr, sehr wichtig. Hier geht's doch bestimmt auch lang, oder? Ja. Aha. Oh, 22 von 56 Tagebücher haben wir jetzt mittlerweile. Schon ordentlich. Aber wir sind ja auch schon ein wenig unterwegs hier. Haben wir denn hier alles? MLI. Oh, guck mal, da oben ist auch so ein, auch wie so ein eigener kleiner Bach da oben drauf. Ja, wie gesagt, die Natur würde sich alles wiederholen. Aber wirklich alles. Das ist einfach so. Okay, hier ist, glaube ich, nichts. Da kann man ja, glaube ich, nicht durch, ne? Nee, okay. Gut. So. Dann. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Hopp. Und hopp. Und hopp. So, bevor wir nach oben fitschen. Oben ist, glaube ich, weiß ich nicht. Hier ist was. So, da geht's lang. Es geht aber auch hier lang. Erstmal hier hin. Hier kommen wir nicht lang. Ist zwar alles rot, aber... Hier geht's nicht runter. Okay, dann müssen wir hier lang gehen. Schade, ich dachte, wir kommen da rauf. Komme ich hier rüber? Weil das ein rotes Schild ist? Nee. Nee. Hätte ja sein können. So. Dann... wieder ein kühles Bad nehmen. Bevor ich hier weitergehe, erstmal hier gucken. Hier geht's weiter nach oben. Wo ging's denn hier hin? Ah, ich bin immer so unschlüssig. Krass, in dem Gebäude ein Wasserfall, heftig. Das ist natürlich heftig, also... Das wäre so krass. Okay, wo kommen wir? Ja, ich würde doch lieber den anderen Weg, glaube ich, gehen. Weil ich glaube, hier geht's weiter. Würde ich jetzt mal vermuten. Entschuldigung, wenn ich mich ein wenig... wenn ich mich ein wenig räuspere. Muss mal ein bisschen mehr trinken. So, wir müssen mal den lang, da lang. Gut. Ich hoffe, das ist, nur ein Secret. Das sieht doch wirklich danach aus. Aber hier haben ja nach dieser Apokalypse ja einige Menschen ja auch gelebt. Man sieht es hier zum Beispiel dran. Hier ist so ein Haken aus Holzkonstruktion, so altertümlich. Also haben ja hier Menschen nach dieser Tragödie, nenne ich es mal, gelebt, ne? Das haben wir ja auch schon festgestellt. So, okay, das war auf jeden Fall hier nochmal ein Secret, ein Buch. Sehr schön. Da kommen wir bestimmt noch hin. So. Also. Wir müssen hoch. Wir müssen wieder runter. Runter geht's schneller. Ja, runter geht viel schneller. So, dann wollen wir mal schauen, wo uns das jetzt hinführt. Vielleicht kommen wir ja sogar zum Wasserfall. Oh, und drin ist sogar ein Baum gewachsen. Guck mal. Ist ja krass. Das sieht schon heftig aus.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, die Blumen müssen wir auch noch finden, ne? Weil ich gerade die Blumen gesehen habe. Fiel mir das jetzt gerade ein. Erstmal nehme ich die mit. So, 8 von 9. Wir haben fast alle. Oh, wie riesig das hier noch ist. Alter Schwede. Oh, guck mal, da hinten ist ein Schiff. Uff. Da hinten ist so ein Schiff aufgebahrt. Von diesen ekligen Tentakeln. Und guck mal, da hinten eine kaputte Brücke, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Da hinten ist das Industriegebiet von der ehemaligen Stadt. Frage mich, wie das hier mal ausgesehen hat. Es wäre cool, wenn man das mal sehen könnte, so. Als Vergleich dann. So, dann gucken wir doch mal, ob wir irgendwo auch die Blume finden. Ich hoffe, wir übersehen nichts. Da oben geht es auf jeden Fall auch irgendwo lang. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Ja, Petrus, ich weiß. I know what you mean. So, nehmen wir mal das Kügelchen mit. So. Und dann öffnet sich das Tor für uns. Hat die schwarze Pflanze auch irgendwo die Menschen verschont? Ja, das frage ich mich auch, aber die Frage ist, was ist die schwarze Pflanze? Was macht die? Hat die einfach nur hier alles zum Verrotten gebracht? So, erstmal hier das Büchlein mitnehmen. Und da erhob sich, wie in früheren Zeiten, die zornige Masse und verschlang jene, die sie verwundet hatte. Die zornige Masse also, haben sie genannt. Dreifach Stil freigeschaltet, ja. Du gerade wegen der Blume. Lass uns doch mal gucken. Dreifachstil ist für... Für ihn ist das, ne? Ja, ist das... Oder was ist das? Ach nee, die Haare. Ich glaube, die Haare sind's. Ich finde die schöner. Muss ich einfach sagen. Okay, was gibt's denn noch? Ich glaube, oben so ein Dot oben drauf und dann, weiß ich nicht, offene Haare? Ich bin mir nicht sicher. Okay, das ist nur für sie. Das ist nicht für den Bruder. Ich dachte für den Bruder. Aber gut. So, ab nach oben. Hier müssen wir die Dings einsetzen, den Samen. Aber einen Moment. Uns fehlt die Blume. Bevor ich den Samen jetzt einsetze, gehe ich jetzt erstmal da die Treppe runter oder das Rohr. Das könnte sein, dass es da zur Blume geht. Weil, wenn wir das einsetzen, kommt sofort die Endsequenz. Und ich hoffe, wir finden hier die Blume. Ja, da unten ist sie. Sehr schön. Dann haben wir alles komplettiert. Sehr geil. Ja, Mann. Alle Objekte in der Nähe entdeckt. Juhu. Das heißt, wir haben das Hotel auch abgeschlossen und können jetzt den Samen einsetzen. Weil wenn man den Samen einsetzt, kommt sofort die Endsequenz und dann landet man direkt zum Boot. Deswegen muss man vorher schon alles haben. Das haben wir ja auch schon festgestellt. So. So. Hoppa.
Ja, wir arbeiten uns von unten nach oben.